Ja, für Botania braucht man eigentlich nur drei grundlegende Gegenstände, drei grundlegende Sachen. Also einmal Blumen, Blumen und noch mehr Blumen. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Heute, habt ihr ja schon im Intro gehört, kümmern wir uns um etwas ganz Tolles, beziehungsweise beginnen mit einem ganz tollen Mod, aber vorher noch etwas anderes. Ihr seht, hä, hier war doch mal ein riesengroßer ME-Kern und so weiter. Und was ist das? Ja, wir hatten ein bisschen Langeweile und Creeper explodiert, zerstört Autocrafting und so weiter. Da dachten wir uns, ja komm, machen wir das doch gleich mal ordentlich. Darum haben wir jetzt hier so eine kleine Reform gebaut. Was ich damit meine, zeige ich euch auch gleich unter der Base. Wir haben jetzt viel mehr Alloy-Smelter, nur noch mehr von diesen Molecular Assemblern. Ansonsten funktioniert wieder alles. Und außerdem haben wir unsere Energieversorgung ausgelagert. Die ist irgendwie 500 Blöcke dort hinten mit einem Chunk-Loader bzw. mit einem Tesseract, damit das hier in der Base nicht zu so laggt. Hier sehe ich gerade was richtig Mieses. Hier fehlt irgendwo ein Channel. Ja, und ansonsten habe ich diese komplette Energieversorgung hier. Erinnert euch bestimmt noch an dieses Kabelwirrwarr unter der Base. Das komplette Zeug habe ich alles durch Tesseract ersetzt. Das kleine System hier ist jetzt unser Autofeeder. Beziehungsweise das Essen bekommen wir von hier drüben. Das ist eine automatische Fischfarm. Die sollte auch bald ziemlich voll sein. Hier, das sind die einzigen Solarpanels, die noch da stehen. Die habe ich noch nicht ersetzt. Und ansonsten habe ich noch ein paar Sachen hinzugefügt zum Autocrafting. Es gibt da solche Cryo-Stabilized. Warte. Cryo-Stabilized Flux-Ducts. Die können endlos Energie speichern. Und davon, diese können wir jetzt autocraften. Das funktioniert so. Hier wird jetzt zuerst das Grundmaterial hergestellt. Okay, jetzt hat es sich gerade leider aufgefangen. Warum auch immer, das macht es manchmal irgendwie. Naja. So funktioniert das da auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich hier einfach so eine riesen Smeltery hingeklatscht. Und diese Blaze Farm hier. Da habe ich noch einen hübschen Zeitraffer. Den werde ich demnächst auch mal hochladen. Das funktioniert ganz easy. Wir haben die Blaze Spawner aus dem Nether genommen und hier reingepackt, dann so einen Kasten rumgebaut und mit Grinder und Vakuum Hoppers das aufsammeln lassen. Die funktioniert auch recht effizient. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem, worum es eigentlich geht. Ich meine, wenn Wizard Wars auf seine Insel Farmcraft macht, hier diese Insel habe ich ihm übrigens auch gebaut, die auch, die ist nur noch nicht fertig, mache ich mir auch eine extra Insel für Farmcraft. Und diese Insel wird das hier sein. Hier habe ich einen kleinen Elevator, da ist noch so ein kleiner Lagerraum. Und ja, wie schon gesagt, für Botania brauchst du eigentlich nur drei Sachen: Blumen, Blumen und Blumen. Darum habe ich hier schon mal was vorbereitet. Und zwar ist das eine mehr oder weniger kleine Farm, die automatisch Blumen herstellt. Das heißt, hier ist ein Autonomous Activator. Und in den Autonomous Activator wird über einen Tesseract Knochenmehl reingefüllt, wie ihr es gerade gesehen habt. Mit dem Knochenmehl wird dann hier Rechtsklick auf den Boden gemacht. Und die Tesserakte hier oben machen dauerhaft Linksklick. Das heißt, bauen dann das Gras und so Gras und Blumen alles ab. Dann sind hier die Vakuumhopper, die sammeln das auf. Aller Schrott, also alles, was nicht das hier ist, das ist das, was man nämlich braucht, wird in diese Kiste gelagert und mit einem Tesserakt nach hier drüben in meine Botania-Insel gelagert. Dann habe ich hier die größtmöglichen Barrels hingemacht. Und wir haben schon ein bisschen was an Items. Muss ich schon sagen, ist ein bisschen was. Außerdem möchte ich mir hier oben noch einen kleinen ME-Zugang hinbauen. Wie das geht, weiß ich noch nicht. Da muss ich mich mal informieren, sodass ich hier auch so ein ME-Terminal habe, dass ich auch hier aufs ME zugreifen kann. Denn da muss ich immer mal ein bisschen was machen. So, hier in der Kiste, das ist nur etwas von einem Experiment, weil ich gucken wollte, ob das funktioniert. Und hier in diese Barrels, ich denke mal, viele von euch kennen Botania gar nicht, kommen dann die magischen Blumen rein. Also Botania, ich kann ja mal hier dieses Lexikon öffnen, gibt es ganz viele Blumen. Und zwar, also einmal brauchst du die normalen Blumen, die brauchst du größtenteils für Farbstoffe. Und dann die Magical Flowers. Und die Magical Flowers kann man sich nur herstellen,
mit Seeds und Shards. Ne, warte, nein. Die Magical Flowers, die kann man bekommen, indem man ja doch, indem man mit diesem, warte, wo ist es? Irgendwo hier gibt es nämlich, da, mit diesem Bone Meal Rechtsklick auf dem Boden macht, dann wachsen da welche von diesen magischen Pflanzen und die brauchst du dann, um höhere magische Pflanzen herzustellen. Dann kannst du da Mana herstellen und sammeln lassen, damit kannst du richtig cooles Zeug machen. Und ja, ihr seht hier, man braucht Farbstoffe und davon nicht wenig. Und darum dachte ich mir, hey, mache ich doch eine automatische Blumenfarm für automatische Farbstoffproduktion. Hab das dann auch gebaut. Und jetzt habe ich die Farbstoffe. Dann gönne ich mir mal irgendwie bei der Mobfarm einen Stack Knochen, den ich da mal mit hochpacke. Ach komm, gleich mehrere. So, gehe ich wieder hoch zu Botania. Und ja, dann crafte ich mir hier erstmal Knochenmehl. Dann, wo ist das Zeug? Irgendwo hier ist das. Das weiß ich. Hier, genau. Oh, das geile Geräusch. Ich finde das so cool. So, zack. Und dann haben wir genau ein Stack von diesem Zeug. Und jetzt können wir hier oben mal hochgehen. Dann machen wir Rechtsklick. Und ihr seht, hier wachsen überall diese Mystical Flowers. Diese Mystical Flowers, das sind die Standardpflanzen, die du brauchst, um solche Shards herzustellen. Also das der Anfang von Botania praktisch. Das heißt, ich werde hier einfach mal die komplette Insel voll mit diesen magischen Pflanzen packen. Flower Power, yay. Dann abbauen und schon mal unten so ein bisschen in die Barrels reinpacken. Genau. Sodass ich erstmal von jeder Pflanze ein was habe. Denn das ist auf jeden Fall ein Muss, dass man von jeder Pflanze eins hat. Denn du brauchst halt wirklich alle Farben. Dann zeige ich euch das mal. Warte. Ging das hier oben? Ja, genau. Du kannst jede von diesen Pflanzen in jeweils zwei andersfarbige Shards vercraften. Und aus diesen Shards kannst du dann höherstufige Pflanzen machen. Ich werde mir dann auch hier oben eine kleine Wasserquelle machen. Vielleicht auch mit einem Tesseract, der dann irgendwie automatisch super viel Wasser immer hierher bringt. Mit einem Wassertank oder sowas. Denn Wasser braucht man in Botania auch viel. Klar, sind ja Pflanzen. Was ich mal testen will, kann man, wenn man gießt, die auch vermehren? Nee, schade. Aber ich muss schon sagen, das sieht echt geil aus. Und ich habe eine normale Pflanze im Inventar, die brauche ich jetzt eigentlich eher weniger. So, ich baue die alle mal ab und wir sehen uns dann gleich. So, habe alle Pflanzen abgebaut und ja, es gibt insgesamt 16 verschiedene Blumen. Und ich werde jetzt einfach alle nehmen, diese Barrels füllen, dann können wir die halt immer so schön in die Barrels einsortieren. Dann haben wir auch ein kleines Lager, was so ein bisschen systematisch ist. Zack, 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 zack. Oh. Okay. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, tatsächlich. Ich habe mich übelst verzählt. Na gut, dann packen wir in die Barrel hier oben halt Bone Meal rein. Auch nicht so schlimm, denn davon brauchen wir halt auch viel. Zack, zack, 17 Stacks Bohnen. Okay, oh, hier unten sind auch noch welche gewachsen. Ups. Lass, ich will die haben. Ja, schade. So, wir haben davon welche. Nee, lol, warte. Habe ich mich gerade eben nochmal verzählt, als ich mich verzählt hatte? Ich habe hier noch welche im Inventar. Ja gut. Denn die gibt es hier noch nirgends. Okay, dann halt nicht. So. Die grünen, die sind hier. Und dann packe ich das Bone Meal erstmal, soweit es geht, hier rein. So, und jetzt zu dem, was man in Botania noch braucht. Um ordentlich was zu machen. Botania. Da gibt es hier irgendwo so ein cooles Becken. Das müsste ziemlich weit oben sein. Und zwar nicht die hier, die brauchen wir auch noch. Hier, dieses. Das heißt, ich nehme einfach mal Cobblestone mit. Ja, wir haben genug. Dafür kann ich, keine Ahnung, die MI-Kabel, die lagere ich in mein Inventar unten ein. Hier.
Und jetzt kann ich mir so einen, nee, erstmal Half-Slabs craften, genau. Und jetzt kann ich mir schon mal den ersten Chart machen. Wovon haben wir denn besonders viel von diesen hier? Da ist es egal, welcher Chart es ist, von daher, ja, spielt das jetzt keine Rolle. Das heißt, so ein schönes Becken machen. Hier oben den Chart reinlegen. Wie heißen die eigentlich richtig? Pette. Okay. Dann haben wir hier so ein wunderschönes Dings. Ja. Ich wüsste auch nicht, wie ich das sonst nennen könnte. Das können wir jetzt hier oben hinstellen. Und das sieht schon mal spektakulär aus. So. Und damit wir jetzt damit interagieren können, brauchen wir Wasser. Und darum kümmere ich mich mal schnell. Gut, so meinte ich das jetzt. Ich habe nun hier unten einen Tesserakt, der aus einer unendlichen Wasserquelle Wasser rauszieht. Hier eine super krasse Transfer-Node für Liquids. Und jetzt hier oben ein Tank. Und sobald ich da irgendwas rausnehme, wird das instant wieder nachgefüllt. Also kann ich jetzt hier mal kurz demonstrieren. Wasser schnell wegmachen, rausnehmen und es instant wieder voll. So, und jetzt zur Funktionsweise von diesem Teil. Man macht mit Rechtsklick Wasser da rein. Jetzt sieht man, das füllt sich so wunderschön. Jetzt kann man einfach mit Q dort solche Shards reindroppen. Wenn ich das jetzt gleich machen würde, wäre das natürlich total Verschwendung. Darum gucken wir erstmal, was wir machen wollen, beziehungsweise warum erkläre ich das? Ich weiß eigentlich schon, was ich machen will. Und zwar ist das die Pure Daisy. Das ist eine Pflanze, mit der man Wood und Stone in Living Wood und Living Rock umwandeln kann. Das sind die grundlegenden Materialien, die wir für Botania brauchen. Wenn jetzt mal gucken, Pure Daisy, hier, bla bla bla, wie man die craftet und was man damit machen kann. Wir brauchen Mystical Right Petals. 4 Stück davon. Oder was, ne? Können wir da, ja, 4 Stück von denen. Also nehmen wir uns die hier mal. 2 Stück. So. Und was man immer braucht bei Botania, sind Seeds für solche Rezepte. Das steht da auch nicht mal drauf. So, und jetzt stellen wir uns hier hin und können dann mit Q diese Shards reindroppen. Ihr seht schon, das ist auch ein richtig geiler Effekt. Das sieht super cool aus, wie die da drin so rumspringen, schwimmen, whatever. Und sobald wir jetzt ein Seed dazu droppen, macht's Busch. Und dann haben wir hier die Pure Daisy. Jetzt versteht ihr auch, warum wir so viel Wasser brauchen, weil man es halt immer wieder auffüllen muss für jede Pflanze, die man macht. Ja, und das hier, das ist die Pure Daisy. Die sieht jetzt ziemlich unspektakulär aus. Aber wenn wir uns jetzt einmal Holz nehmen, ich hole mir dann auch gleich, während es was macht, denn es dauert eine Minute, Stone aus dem ME. Wenn wir jetzt hier Holz drumherum bauen, dann wird es nicht lange dauern, genau eine Minute, bis die Pflanze dieses in Living Wood verwandelt hat. Wie gesagt, grundlegendes Material für Botania. Ich gebe mal einen Stone, davon brauchen wir auch welchen. So, nochmal hin, Botania. Und jetzt hoch. Jetzt dauert es eine Weile und dann sollte diese Pure Daisy das Holz in Living Rock verwandelt haben. Ich würde sagen, ich mache mir gleich mal mehrere davon. Man kann das halt auch richtig in der Massenproduktion machen, sodass man halt immer, sobald das Becken leer ist, gleich die nächste einfüllen lässt, also dass es komplett vollautomatisch funktioniert. Das geht auch, aber ich finde irgendwie, dass das Automatisieren zu solchen Natur- und Magie-Mods überhaupt nicht passt. Deswegen, ja, es hat halt auch was, wenn man das per Hand macht. Obwohl es vermutlich Sachen gibt, die ich automatisieren muss, weil man davon so viel braucht, wie zum Beispiel jetzt die Blumen. So, okay, jetzt haben wir noch mehr Pure Daisies. Kann ich noch hier eine platzieren, da eine, dann kann ich hier schon mal den Stein drumherum platzieren. Hier auch, hier seht ihr es jetzt, genau. Jetzt wird das Ganze zu Living Wood. Jetzt wird das Ganze hier so ersetzt. Okay, noch ist es normales Wood. Aber gleich sollte das Living Wood werden. Was auch ganz wichtig ist, dass man hier immer schön ausleuchtet. Denn, okay, bei den Pure Daisies ist das jetzt noch nicht der Fall, aber es gibt dann Pflanzen, die wirklich das Licht brauchen. Und wenn es zu dunkel ist, dann funktionieren die nicht mehr. Gut, und jetzt sollte diese Pflanze doch eigentlich langsam mal was machen, oder?
oder? Wenn ich das jetzt abbaue, ist das immer noch normales Brot. Okay. Ah, okay. Jetzt ist es hier passiert. Also erstmal diesen Stein kann ich abbauen. Übrigens, ich habe Autosmelt auf meine Spitzhacke gepackt. Ich hatte noch einen Modifier frei. Jetzt haben wir hier das Living Brot. Das wird jetzt auch hier gleich mit dem Stein passieren. Das heißt, ich warte mal noch einen ganz kurzen Moment ab. Ansonsten haben wir jetzt hier das Living Wood und damit können wir dann auch Sachen anstellen, die wir später sehr stark brauchen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Dann machen wir zu einem Waldzauberstab und stellen unser erstes Mana. Das wird richtig cool. So, aber jetzt will ich noch warten, bis man sieht, wie der Living Stone hergestellt wird. Also komm, mach was, liebe Pure Daisy. Pure Daisy, los. Los, mach was. Ja gut, das dauert halt immer ein bisschen. Das könnte man auch schön mit Autonomous Activatoren automatisieren. Blockbreaker und Autonomous Activator. Der eine setzt immer wieder die Steine hin und der andere baut sie immer nach einer Minute ab. Denn ja, es dauert halt eine Minute, bis diese sich verwandelt haben. Also komm schon, mach was, lieber Stein. Ah, sehr schön. So, und jetzt haben wir Living Rock. Den können wir abbauen. Und dann haben wir halt Living Rock, wie der Name schon sagt. Gut, ich würde sagen, das war's dann auch schon von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.